Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Rosenthal X The Hair Company Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Viele von euch hatten mich bei Instagram darauf getaggt und gesagt, ich soll mir den mal angucken. Der kam tatsächlich erst heute an. Heute ist der 25.11. Ich guck mal, wie schnell ich das Video online gestellt bekomme. Problem, den wird es wohl nicht mehr zu kaufen geben. 99,90 Euro hat das Schätzelein hier gekostet. Ich bin sehr gespannt, was sich in diesem Schmuck-Adventskalender in Kooperation mit Haarzeug befindet. Also bin ich wirklich gespannt. Wobei, auf der Homepage von The Hair Company sah das alles schon sehr, sehr ansprechend aus. Bitte nicht wundern, meine Mütze ist anders. Meine andere hat sich nämlich leider in Wohlgefallen aufgelöst und ich habe mir die jetzt einfach nochmal neu gekauft. Die muss sich jetzt noch so ein bisschen eingrooven an meinem Kopf, um ehrlich zu sein, denn die sitzt noch sehr locker. Ich denke, ich muss sie noch das eine oder andere Mal waschen. Die andere war ja auch schon 2-3 Jahre alt, ne? Gut, ja, jetzt habe ich ihn wieder abgesetzt. Also der sieht schon schön aus, ne? Jetzt so rosa mit diesen weihnachtlichen Applikationen drumherum, gefällt mir. Aber so haben wir den ja normalerweise nicht stehen. Wir haben den ja normalerweise in der Adventszeit so stehen. Und so sieht der von innen aus. Die Kläppchen findet man sehr schnell, beziehungsweise die Boxen, die sind kunterbunt. Mir fehlt aber hier tatsächlich das Weihnachtsmotiv, was außen drauf ist. Wäre cool gewesen, wenn das auch hier in den Klappen drin gewesen wäre oder eben auf den Boxen. Aber na, wir gucken mal rein. Zuallererst habe ich hier die Nummer 1. Oh, eingepackt in rosa Krüppelpapier kommt das erste Produkt, aber das ist tatsächlich... Oh, das ist ein Rosenthal-Produkt. Und zwar ist das... Ach Quatsch, Rosenthal ist ja nicht Schmuck. Rosenthal ist Pflege, ne? Was habe ich denn hier eben mit Schmuck in meinem Kopf drin gehabt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich dachte ich an den Purelay Adventskalender, den ich mir übrigens doch noch ergattern konnte. Also da bin ich auch gespannt, wann der hier bei mir erscheint. Das hier ist auf jeden Fall das Baku Chiol Supreme Organic Anti-Aging Serum mit 10 Millilitern. Da bin ich gespannt. Ja, ein Serum zum Start. Sagst du nicht nein? Seren sind immer relativ hochpreisig. Von Rosenthal kenne ich nur den Rosenthal-Roller. Diesen Gesichtsroller, Jaderoller, wie auch immer. Oder Rosenquarzroller vielmehr. Und ja, hier hast du 4 bis 6 Tropfen morgens und abends auf das gereinigte Gesicht geben. Und das soll mit Baku Chiol. Ich weiß nicht, was Baku Chiol ist. Ja, das soll Anti-Aging sein. Ist doch nett, oder? Die Nummer 2. Eine Verlosung wird sie übrigens auch geben. Was es zu gewinnen gibt, weiß ich noch nicht. Das befindet sich ja noch in der Box, ne? Aber was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, kannst du schon mal unten in der Infobox sehen. Am Ende des Videos sage ich dir dann, was es zu gewinnen gibt. Ach, guck. Ja, ein Haarprodukt. Das sieht mir doch nach einem Perlenhaarband aus, oder? Oder ist das ein Armband? Das weiß ich nicht. So als Scrunchie kann man sich das vielleicht irgendwo drum machen. Nein, das ist bestimmt ein Armband, oder? Ja, von der Länge her passt das nämlich auf jeden Fall. Finde ich das schön? Weiß ich nicht. Ich finde es jetzt nicht hässlich oder so, ne? Aber das flasht mich jetzt auch nicht, ne? Ist nett, dass es halt für verschiedene Formen passend sein wird, aber... Ja, ist sehr speziell vom Design her. Da wir keine Etagen bei dem Adventskalender haben, ist jetzt, wenn ich die Nummer 3 runtergenommen habe, die Etage etwas runtergeflogen. Hier ist die Nummer 3, die ist sehr leicht. Bin ich auch gespannt. Okay, hier kommt was Holographisches zum Vorschein. The Harrying Company Boss Lash Serum. Das finde ich cool. Ein Wimpernserum, Leute, bin ich immer für zu haben. Ich habe jetzt aktuell eins in Anwendung. Das ist von asambeauty.de, ne? Also dieses Forever Young Augenbrauen und Wimpernserum. Das gefällt mir sehr gut. Also man sieht auch wirklich, ich habe schöne Wimpern aktuell. Sowas hält immer ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, ja, bis ich das verwenden werde, wird es dauern. 6 Monate hält es auch tatsächlich immer nur. 1 Milliliter ist hier drin. Es ist natürlich, es ist frei von Tierversuchen. Das einzige natürliche Boss Lash Serum mit Growth Garantie. Durch die einzigartige Kombination aus Black Sea Rod Oil und Biotin werden deine Wimpern dichter, voller und länger innerhalb kürzester Zeit. Panthenol und Hyaluron sorgen für eine intensive Pflege und optimale Flexibilität für deinen perfekten Augenaufschlag. Ja, so werben eigentlich alle Wimpernseren, wenn man mal ehrlich ist. Das sieht aber schick aus. Doch, doch. Das sieht aus wie so ein Concealer, sage ich jetzt einfach mal,
Von Yves Saint Laurent habe ich zum Beispiel aktuell auch einen, den ich in einem Adventskalender drin hatte. Und er sieht auch wirklich vom Pinsel her genauso aus. Sowas kann ich mir aber auch tatsächlich sehr gut vorstellen in der Anwendung. Weil wenn du so ein Pinselchen hast, kannst du da auf jeden Fall besser mitarbeiten als jetzt aktuell mit so einem Schwämmchenapplikator. Wobei man hier echt aufpassen muss, dass man kein Produkt verschwendet. Weil diese Rauspump-Serien sind etwas schwer zu dosieren, ne? Auch bei Concealern. Genau, aber finde ich gut, dass es drin ist. Eine gelungene Nummer 3. Die Nummer 4 befindet sich hier und auch die ist sehr leicht. Also ich glaube, dass die Käppchen allgemein sehr leicht sind, oder? Alles einzelne, weil der Adventskalender war jetzt auch nicht schwer. Hart finde ich diesen Gua Sha Stein. Das ist auch wirklich für diese Gua Sha Massage, die man mit einem Serum in Kombination auf dem Gesicht machen kann. Dürfte auch von Rosenthal kommen. Das sind ja diese ganz bekannten Steine. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Material das ist. Rosenquarz ist es, glaube ich, nicht. Oder es ist sehr, sehr heller Rosenquarz. Hier steht auch Rosenthal nochmal drauf. Genau. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön, ne? Doch, muss ich sagen. Ich bin aber zu faul, um sowas zu verwenden, bin ich ehrlich mit euch. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus und die ist ein bisschen schwerer als die anderen Kläppchen bislang waren. Die ist aber auch echt groß. Jetzt muss ich gucken, von welcher Seite ich rein kann, weil das ist echt vollgestopft mit diesem Krubbelpapier. Hier, das ist die richtige Seite. Und das ist ein Produkt von The Heroin Company, Unbreakable Me Repair Conditioner. If they don't give you a seat at the table, bring the folding chair or build your own table. Ach so, wenn dir kein Platz am Tisch angeboten wird, dann bring deinen faltbaren Stuhl mit oder bau dir deinen eigenen Tisch. Ist auf jeden Fall tough und hier haben wir drin 50 Milliliter und man kann so schlecht lesen, ne? Rosa und weiß. Unser Unbreakable Me Repair Conditioner sorgt dafür, dass deine Haare mit Feuchtigkeit genährt und gestärkt werden. Wertvolle natürliche Öle und Extrakte verleihen deinen Haaren Geschmeidigkeit, Kämmbarkeit und Glanz. Dadurch wird Frizz reduziert und Haarbruch vorgebeugt. Haartyp normales bis trockenes Haar. Alle unsere Produkte sind ohne Silikone, Parabene, Mineralöle, Mikroplastik und selbstverständlich tierversuchsfrei. Das finde ich auch ganz nett. Ja, ist cool, ne? Und ja, ich habe trockene Haare und kann auf jeden Fall Pflege gebrauchen. Boah, das riecht hammermäßig gut. Guck dir die Farbe an. Das ist ein Claudi-Produkt, hallo? Zu Nikolaus dürfen wir erfahrungsgemäß immer etwas Besonderes erwarten. Und das ist auch ein bisschen schwerer, was sich hier drin befindet. Und das ist auch was Großes. Yay! Und zwar ist es etwas von Rosenthal. Hyaluron Base. Schönheitsergänzungsmittel. 15 Day Skin Boost. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Das ist auf jeden Fall ein Tiegel. Hier ist das. Was ist da drin? Ach so. Unsere hochaktiven Hyaluron Base. Ach so, das sind wahrscheinlich so. Okay, enthalten. Nein. Unsere hochaktiven Hyaluron-Base enthalten wurden gemeinsam, okay, das ist ein merkwürdiger Satz, mit Beauty-Experten in Deutschland entwickelt und hergestellt. Der hohe Hyaluron-Gehalt unterstützt, da fehlt ein T, ganzheitlich die Hauterneuerung. Somit unterstützen Hyaluron-Base ein strahlendes und jugendliches Hautbild. 30 Beeren sind hier enthalten und du darfst maximal 4 Beeren pro Tag essen. Ja, okay, sowas ist ganz niedlich, ne? Ich sage ja immer, schwierig bei solchen Produkten, um ehrlich zu sein. Ich werde sie essen, definitiv. Ich finde es aber wirklich immer etwas schwierig. Gerade sowas in einem Adventskalender. Komm, wir können es mal probieren. Die sehen auch aus wie Gummibärchen, tatsächlich, ne? Wie die klassischen, die man so von Haribo und Co. kennt. Ja, süß. Schmecken auch gut. Sind ein bisschen härter. Aber wenn ich da 4 Stück von am Tag esse, dann sind die auch ruckzuck leer. Ob das hilft, weiß ich noch nicht genau. Jetzt habe ich da so ein Bärchen zwischen den Zähnen kleben, ne? Die Nummer 7. Mal gucken. Das ist aus Glas, was ich hier rausnehme. Ein Haaröl, sehr schön. Hier steht aber, 15 Milliliter sind hier drin. Okay, das ist in so einer Pipette. Das sieht auch sehr ansprechend aus. Sowas mag ich ja auch ganz gerne. Okay, ja, hier steht jetzt nicht drauf, was es machen soll. Es ist einfach ein Haaröl. Ich denke, das ist auch von The Heroin Company, weil da dieses Logo drauf ist. Aber ja, ist auch wahrscheinlich nicht ganz so günstig, ne? Ja, aber mir fehlt hier irgendwie die Information, was es ist.
Die Nummer 8 ist eins der größten Kläppchen. Okay, hier haben wir von Rosenthal die A3 Silk Mask Advanced Anti-Aging, das sind die drei A's, mit 26 ml Supreme Serum. Und das ist keine Haarmaske, nein, das ist eine Gesichtsmaske. Das finde ich schön. 10 bis 20 Minuten lässt du die dann drauf. Die ist feuchtigkeitsspendend, aufpolsternd von kleinen Fältchen, beruhigt das Hautbild und verleiht Rosenthal-Glow. Ich liebe Tuchmasken, deswegen ist die bei mir sehr gut aufgehoben. Die Nummer 9 fühlt sich an, als wäre da irgendwie gar nichts drin. Super leicht und irgendwie, keine Ahnung. Ja, nett. 35 Euro Gutscheinkarte bei The Heroin Company. Da habe ich hier hinten auch einen individuellen Gutscheincode drauf. Beim Einkauf ab 50 Euro. Und da werde ich mir dann wahrscheinlich die Spülung auf jeden Fall nachkaufen, wenn die denn gut ist. Die ist bis zum 31.12.2021 gültig. Die Gutschein. Das ist ganz nett. Ich mag aber überhaupt nicht gerne Gutscheine in Adventskalendern haben, um ehrlich zu sein. Finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ne? Aber okay, er ist jetzt mit drin. Er erhöht den Wert halt auch nochmal um 35 Euro von dem Adventskalender. Aber ja, ist okay. Hätten die besser, weiß ich nicht, was Cooles reinpacken können, oder? Ich weiß aber auch nicht. Na, müssen sie selber wissen. Die sind erwachsen. Die Nummer 10. Enthält ein pinkes Ding. Ah, okay. Es ist eine extraordinäre Wimpernzange. Sowas mag ich gerne. Diese Tütchen finde ich übrigens auch ganz nett, dass es so mit rum ist. Jo. Das ist jetzt von, ich weiß nicht, entweder Rosenthal oder eben von... Das ist aber aufregend, Leute. Ne? Das sieht wirklich aufregend aus. Diese Wimpernzange ist... Macht die mir Angst? Ich weiß nicht, die sieht anders aus als die, die ich normalerweise habe. Normalerweise habe ich halt, ne, das kennen wir ja wahrscheinlich auch eher klassischerweise, das ist jetzt eine von Brushworks, dass hier so deine Wimpern dazwischen gehen. Und das kommt dann so von vorne aufs Auge wahrscheinlich, ne? Das ist dann so. Aha. Okay, und dann so dazwischen. Okay, habe ich Angst vor jetzt eigentlich so im ersten Moment, weil ich es einfach nicht kenne. Aber es wird schon cool sein, denke ich mal. Die werde ich mal ausprobieren. Weil die echt fancy aussieht, ne? Sehr gefährlich. Herzlich willkommen bei der ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Die fühlt sich an, als wäre was drin. Das ist schon mal positiv anzumerken. Und hier haben wir von Rosenthal Wild Rose oder Wildrose Supreme Organic Anti-Aging Serum mit 10 ml. Okay. Hä, warte mal. Wir hatten ja hier schon das... Bakuchiol Supreme drin und das ist das Wildrose Supreme. Okay, ja. Scheint dann so ziemlich das gleiche zu sein. Wild Rose Supreme polstert reife Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit auf und lässt müde Haut neu erstrahlen. Okay, es kann auch durchaus sein, dass man halt am 11., also 10 Tage nachdem man das erste Serum drin hatte, das schon leer hat und dann kann man das zweite verwenden. Das ist eigentlich an sich dann ganz okay. Und Rose mag ich vom Duft sehr gern und ich vertrage Rose auch sehr, sehr gut in meinem Gesicht. So Rosenwasser und sowas ist voll mein Ding, deswegen hat mich der Adventskalender auch so angesprochen. Halbzeit, die Nummer 12. Wir haben ein Scrunchie drin von The Heroin Company. Ich bin kein Fan von Scrunchies, ne? Bin ich ehrlich, sage ich immer wieder, das ist so ein Samtding. Jojo, kann man mögen, muss man aber nicht, ne? Es ist jetzt einfach mal mit drin. Die 13 ist schon wieder ziemlich schwer, obwohl sie so klein ist. Kommt ja nicht auf die Größe an. Hier haben wir einen Tiegel drin. Oh, der ist aus Glas tatsächlich, von Rosenthal Crystal Glow Essential Moisturizer. 15 ml sind hier enthalten, also quasi eine feuchtigkeitsspendende Creme fürs Gesicht. Die kannst du entweder unter deiner normalen Tagescreme aufgeben oder unter deiner Nachtcreme oder eben anstelle von, je nachdem, wie viel Feuchtigkeit du so im Gesicht brauchst. Und die lasse ich jetzt aber auch mal zu, weil sowas ist nicht wirklich lange haltbar, wenn man sie öffnet. Meistens sind es halt wirklich nur so 6 Monate und ich werde die relativ bald benutzen, aber ich habe halt tatsächlich noch was offen für Tag und für Nacht. Obwohl ich eigentlich echt gern dran riechen würde. Komm, wir halten mal die Nase ran, das können wir ja wohl. Oh, sie ist einfach rosa. Mega geil. Oh, ich muss sie so schnell verwenden. Und das riecht angenehm nach Rose. Die Nummer 14.
Gülden. Sie ist Gülden. Ich mach's immer an der falschen Seite auf. Das ist von The Hair Company Kick-Ass Repair Shampoo. Genau, und das ist dann das passende Shampoo zu dem Conditioner, was wir eben schon hatten. Hier dürfen dann auch 50 Milliliter drin sein, genau. Feminism is the radical notion that women should have the same rights and opportunities as everybody else. Okay, also Feminismus ist die radikale Antwort irgendwie oder radikale Äußerung, dass Frauen die gleichen Rechte haben und die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben sollten, die andere auch haben. Also ja, es ist schon wirklich schwierig, diese Sprüche hier drauf, du. Halleluja. Okay, und das ist dann, ja, es ist auch wieder in dieser Farbe, ne? Das gefällt mir schon, doch, doch. Boah, das riecht so gut, ich weiß nicht, Himbeere? Ich kann das so schlecht beschreiben, Leute. Das riecht aber richtig, richtig geil, fruchtig, blumig, mega. Claudi liebt diesen Duft mäßig. Haben wir in der Nummer 15 jetzt auch so einen Gutschein drin, weil die sich auch so leicht anfühlt? Ja. Okay, ja, haben wir. Rosenthal, 35 Euro Giftcard. Ja, okay, okay. Auch wieder ab 50 Euro, auch bis 31.12.2021. Ja, komm, ne? Die Nummer 16. Ich meine, im Prinzip ist es ganz cool, ne? Weil durch den Adventskalender lernst du so ein paar Sachen aus dem Sortiment kennen und wenn du einfach angefixt bist und da einfach Bock drauf hast, dann kannst du dir nochmal was nachkaufen. Also irgendwie schön, aber irgendwie, was ist das denn? Okay, wir haben ein Säckchen. Hey, was ist da drin? Ein Tuch, ein Haartuch oder ein Halstuch mit Leoprint. Kann man mögen, muss man aber nicht. Ja, geht klar. Animal Print ist grundsätzlich ja auch immer irgendwie angesagt, aber mich flasht das jetzt nicht. Fühlt sich schön an, ich weiß jetzt nicht, was das für Material ist. Von The Heroin Company, die haben jetzt aber nicht draufgeschrieben, welches Material. Wahrscheinlich Polyester, oder? Seien wir mal ehrlich. Die 17 lässt vermuten, dass da was Schweres drin ist. Ja, es ist ein Tiegelchen. Huch. Fällt das Krüppelpapier auch schon wieder raus. Und zwar von Rosenthal, die Avo Clay Mask. Das ist geil. Intense Cleansing. Da sind auch wieder 15 Milliliter enthalten. Und das ist einfach eine Gesichtsmaske mit Lehm, die du dir auf dein Gesicht machst. Da musst du die trocknen und kannst du die abwaschen. Wahrscheinlich ist das so. Das ist ja meistens bei diesen Lehmmasken der Fall, ne? Hier stehen jetzt nicht unbedingt Anwendungshinweise. Nö, warum auch? Warum nicht, Leute? Also ich finde, das muss schon, weil wenn man so einen Adventskalender verschenkt zum Beispiel, dann möchte man doch schon, dass die Person sich das dann durchlesen kann. Aber hier stehen halt Inhaltsstoffe drauf, aber das muss man ja auch rein gesetzlich, aber steht halt nicht drauf, wie man es verwendet. Wir befinden uns nun mit der Nummer 18 in der Weihnachtswoche, wo alles so ein bisschen besinnlicher zugeht und man sich so langsam auf Weihnachten vorbereitet. Der 18. ist, glaube ich, der Freitag vor Heiligabend, ne? Und hier haben wir ein Haarparfum von The Heroin Company und hier sind 15 Milliliter enthalten. Ja, ich mag, also verwende ich nicht, bin ich ehrlich, ne? Ich verwende ganz normales Parfum und das reicht mir aus. Ich mache kein Haarparfum extra rein, nö. Da bin ich zu faul für. Auch wenn das bei mir wahrscheinlich sehr gut funktionieren würde, weil Haare speichern schon sehr, sehr gut diese ganzen Parfümstoffe und diese Duftgeschichten und so. Und wenn man dann seine Haare im Laufe des Tages so ein bisschen hin und her wallt, dann wallt das Parfum. Und es ist irgendwie für die Haare auch nicht so schädlich. Also es ist schädlich, wenn man normales Parfüm drauf sprüht, was ich mache, safe. Aber Leute, ne, guckt euch meine Haare an. Sie können es vertragen, alles gut. Sie beschweren sich nicht. Genau. Und ein Haarparfum ist dann halt ein bisschen sanfter für die Haare. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das riechen soll. Riech sie jetzt so nicht. Das wird bestimmt total gut riechen, weil die ganzen Produkte von denen ja auch so toll riechen. Ne? Also da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, dass es auch ein guter Duft sein wird. Irgendwie will dieses Parfüm nicht wieder schließen. Das ist irgendwie ein bisschen schräg draufgedreht. Huch. Crazy. Okay. Auf jeden Fall, ja, werde ich das nicht verwenden. Das wird dann weiter wandern. Vielleicht in dieser Verlosung hier im Video. Man weiß es nicht.
die Nummer 19. Mir hatte letztens jemand in die Kommentare geschrieben, dass meine Videos ihr teilweise zu negativ wären. Tut mir leid, ich bin einfach nur ehrlich. Ne? Also wenn mir, also ich rede den Kalender nicht schlecht, ich finde den bislang auch recht gut. Ne? Ich finde den wirklich in Ordnung. Aber ich denke halt immer wieder an das, was man halt dafür ausgegeben hat. Und ich habe hier halt auch einfach mein verdientes Geld reingesteckt. Und dann möchte ich schon, dass man so einen Kalender auch ein bisschen kritischer bewerten kann. Weil dieses Video ist ja nicht nur für jetzt, wenn der Adventskalender zu kaufen ist, beziehungsweise jetzt ist er ja gar nicht mehr zu kaufen, sondern so als für nächstes Jahr, wenn Leute nach dem Rosenthal Adventskalender googeln, dass man vielleicht auf dieses Video stößt und dann einfach sieht, hey, guck mal, da hat jemand letztes Jahr den Adventskalender ausgepackt, wie war der eigentlich? Und da möchte ich schon ehrlich sagen, wie das so ist, ne? Okay, wir haben jetzt hier ein Produkt drin, was ich irgendwie cool finde. Und ich glaube, ich werde es sogar behalten. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich mag ich sowas nicht gerne. Aber die sind meistens aus Plastik und das hier ist mal aus Metall. Das ist so eine Haarklammer. Sowas ist aber super praktisch, wenn man einfach so einen verrückten Sonntag oder sowas hat. Wenn man einfach nur seine Haare mal kurz, irgendwie hat sich das Ding hier, genau. Wenn man seine Haare einfach mal kurz zusammen machen möchte und nicht ständig Zopf tragen will. Und das ist hier einfach so eine Spange. Ich denke, das ist von The Heroin Company und das finde ich irgendwie geil. Frag mich nicht, warum. Irgendwie finde ich das ansprechend. Warum spricht mich so ein goldenes Metallteil an? Ich habe keine Ahnung. Mit der Nummer 20 befinden wir uns immer im 20er-Bereich, im Endspurt Richtung Weihnachten, Richtung Ende des Adventskalenders. Und ich denke mir mal, jetzt können sie noch ein bisschen wieder einen raushauen, so einen kleinen Endspurt auch selber hinlegen. Und hier haben wir einen Beauty Blender von Rosenthal und der ist mit Vitamin E drin. Der Rosenthal Beauty Blender Vitamin E ist dein perfektes Tool zum gleichmäßigen Auftragen von Make-up, Foundation und Cremes und eignet sich für alle Hauttypen. Der wiederverwendbare Schwamm wurde mit umweltfreundlicher, innovativer Polymertechnologie hergestellt, bleibt angenehm weich und bröselt nicht. Durch Benetzen mit Wasser ist ein noch gleichmäßigeres Auftragen von Produkten möglich. Süß, wenn sowas draufsteht, ne? Wenn man einfach 5 Milliarden Mal schon so ein Produkt verwendet hat und dann liest man, wie man es verwenden sollte. Oh, ich frage mich, wie Tim, also erstmal ist er schwarz, was ich cool finde, weil dann sieht man nicht, wenn er verfärbt, ehrlich gesagt, ne? Hier hast du eine glatte Kante, finde ich nett, da kann man halt sehr schön den Concealer unter den Augen so einarbeiten und auch so an feinen Stellen arbeiten. Riecht einfach nach einem Schwamm. Wie riecht ein Schwamm, Claudi? Riecht halt, als würde der Schwamm gerade frisch aus der Produktion kommen, so. Ich weiß jetzt nicht, was die jetzt mit Vitamin E meinen. Wie soll denn da jetzt Vitamin E drin sein? Keine Ahnung, aber manche Leute, die... Also manchmal, ne, schafft man sowas ja. Keine Ahnung, ne. Ja, aber er fühlt sich schön weich an. Es ist super, super angenehm, dieser Schwamm. Doch, wirklich cool. Sehr squeezy. Sehr, sehr squeezy. Da freue ich mich drüber. Das ist ein tolles Tool. Die Nummer 21 fühlt sich mal wieder leer an. Okay, ja, wir haben hier einen Cognac-Schwamm drin, aber nicht irgendeinen, sondern ein Herz. Ist das nicht hübsch? Das finde ich cool. Solche Schwämme kannst du für die Gesichtsreinigung zum Beispiel nehmen. Also die musst du vorher, die sind knüppelhart jetzt, ne? Die musst du einfach ein bisschen in lauwarmem Wasser einweichen. Ich hänge mir das einfach unter die Dusche. Und wenn die dann halt vollgesogen sind mit Wasser, sind die super weich, super angenehm. Und dann kannst du damit über dein Gesicht gehen und dein Gesicht reinigen. Brauchst dann meistens sogar nicht mal noch extra Produkt. Das Coole ist halt auch wirklich, dass das ein vollkommen natürliches Produkt ist. Ne? Das wird aus der Cognac-Wurzel vom Cognac-Baum gewonnen. Also wirklich ein ganz natürliches Produkt. Und jetzt hier einfach mal in Herzchenform. Finde ich voll schön. Doch, das finde ich cool. Vor allem auch eine gute Größe. Ne? Das kannst du, weil es eben Herzchenform ist, super gut anpacken. Und damit dann übers Gesicht gehen. Finde ich besser als die runden Dinger, um ehrlich zu sein. Das ist nicht nur eine liebevolle, sondern auch eine sinnvolle Form. Auch die zweite und letzte Schnapszahl. Ja, doch, irgendwas könnte hier drin sein. Aber das fühlt sich eigentlich an, als wäre hier nichts drin. Ach schön. Doch, das mag ich. Und zwar haben wir hier Abschminkpads drin. Von Rosenthal. 2 Stück. Das sind diese hier. Und sowas kann man wirklich gut gebrauchen. Entweder, wenn du dein Gesichtswasser aufträgst oder wenn du dich wirklich damit abschminken möchtest, keinen Weichspüler benutzen. Genau, also wenn du dir eine Waschmaschine machst, eigentlich keinen Weichspüler benutzen, dann musst du nämlich wirklich kein Produkt daran machen. 100% Baumwolle ist das Material. Und hier steht auch 40 Grad Wäsche und so. Ich bin ehrlich, ich verwende diese
Schwämmchen oder diese Abschminkpads oder ich wasche die bei 60 Grad und ich verwende auch Weichspül, das tut mir leid. Ja, aber bei mir halten die, ne? Da fällt auch nichts auseinander. Da hast du dann vielleicht diese Oberfläche ein bisschen anders und das macht das Kram nicht mehr so gut ab, aber ne, meistens benutze ich eh noch vorher so ein Gesichtsreinigungsöl oder sowas und deswegen. Aber ja, es ist eine coole Nummer, muss ich sagen. Dann schauen wir uns mal die Nummer 23, den Tag vor Heiligabend, an. Was sich hier wohl drin befindet. Ich meine, ja, wir hatten schon länger keine Pflege mehr und hier ist auch Pflege drin. Und zwar das Hyaluron Supreme Organic Anti-Aging Serum mit 10 Millilitern. Ja, macht dann die Serumreihe komplett, ne? Haben wir fast alle 10 Tage dann so ein neues Serum drin. Ist aber okay, weil eigentlich brauche ich persönlich so ein 30 Milliliter Gesichtsserum in einem Monat auf. Deswegen macht es Sinn mit den 3x10 Millilitern. So kannst du die verschiedenen Serien von Rosenthal ausprobieren und ja, nicht schlecht. 100% vegan ist auch das, tierversuchsfrei ist es auch und ne, das ist nett. Und jetzt gucken wir mal, was in der Nummer 24 drin ist. Ich bin gespannt und ich denke, ein Rosenquarzroller, das wäre mal was. Wobei das eigentlich zu klein ist für den originalen Rosenquarzroller von Rosenthal. Wir haben hier aber ein goldenes Täschchen und es fühlt sich an wie der Roller. Ja, komm. Aber halt nicht zweiseitig, sondern nur einseitig. Ja gut. Ne, das ist halt ein sehr edles Teil. Ich glaube, der kostet auch 30 Euro oder sowas. Sehr, sehr hochwertig. Auch der Stiel ist hier aus Rosenquarz. Es fühlt sich jetzt schon total angenehm und kühl an. Ich denke auch, dass man da seine Freude mit haben wird. Also von daher ist es auf jeden Fall ein gutes Tool. Ne? Ja, ich verwende das tatsächlich. Also ich habe einen bei mir, einen Jade-Roller bei mir tatsächlich auch liegen. Den verwende ich, wenn ich so Masken drauf hatte. So ja, ganz normale Gesichtsmasken. Und dann verteile ich damit das Serum. Weil wenn ich dann schon dabei bin, dass ich mir Ruhe gönne und eine Gesichtsmaske aufgelegt habe, dann kann ich mir das auch gönnen, dass ich das Serum damit im Gesicht verteile. Ne? Das nur mal so. Aber ansonsten, morgens bin ich da viel zu faul für, abends habe ich da manchmal doch die Muße für. Diese 5 Produkte kannst du in diesem Video gewinnen. Da habe ich ausgesucht, upsala, einmal das Haarparfum, habe ich ja schon angeteasert. Dann dieses Perlenarmband, Schrägstrich, Haargummi, Schrägstrich, ich weiß nicht, was es ist, schreib mir das gerne in die Kommentare. Die Abschminkpads aus Baumwolle, dann den Gua Sha Stein, den packe ich euch auch mit rein. Man kann auf der Rosenthal Homepage übrigens auch genau nachlesen, wie diese Gua Sha Massage funktioniert im Gesicht, ne? In welche Richtung, wie man was wo machen soll. Und dann in diesem goldenen Säckchen auch das Leoprint Haarhalstuch, keine Ahnung, das Tuch auf jeden Fall. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. 99,90 Euro hat das Moped gekostet. Ist er mir das wert? Tut jetzt weh, aber ich sage mal nein. Ne? Also ich denke, dass der Produktwert schon sehr, sehr hoch sein wird, aber der Wert ist es mir persönlich nicht wert, was da drin ist. Ich hätte mir irgendwie coolere Sachen gewünscht, gerade von der Heroin Company. Also da haben die doch relativ viel Füllmaterial reingepackt, was eigentlich eher so geiles Pflegezeug hätte sein können, meiner Meinung nach. Obwohl auch schöne Sachen drin waren, aber es hätte mehr kommen können. Wobei ich das Wimpernserum ziemlich feiere, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass sie das mit reingepackt haben. Aber ja, diese ganzen Haarsachen, also Haarscrunchie, Haar hast du nicht gesehen, hätte meiner Meinung nach nicht unbedingt sein müssen. Da haben die auch coole andere Sachen im Onlineshop. Deswegen habe ich mich auch zum Kauf verleiten lassen. Die Sachen von Rosenthal hingegen fand ich sehr, sehr ansprechend. Das haben die gut gemacht, dass sie da die verschiedenen Produkte reingepackt haben. Und es war natürlich zum einen etwas vorhersehbar, was die reinpacken werden, auch was in der 24 drin sein wird. Ja, die Gutscheine. Gut, da kann man sich drüber streiten. Theoretisch kann man sich jetzt für die jeweils 35 Euro halt das nachkaufen, was man sich dann in dem jeweiligen Kläppchen gewünscht hätte. Blöd finde ich halt immer bei diesem Gutschein, du musst immer einen Mindestbestellwert erreichen. Das heißt, du musst halt mindestens 15 Euro nochmal drauflegen und das ist immer so ein zweischneidiges Messer meiner Meinung nach. Ihr Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!